Moin Leute, Slava hier am Start vom Kanal Sinnlos Nerd. Diesmal mit einer Live-Aufnahme direkt von Nessus, denn Xur ist auf Nessus. Das seht ihr sofort, sobald ihr auf Ziele geht, den Planeten Nessus auswählt und dort seht ihr dann das Symbol von Xur. Dem müsst ihr einfach nur folgen, ihr könnt ihn markieren, ihr könnt ihn quasi nicht verfehlen. Also Destiny 2 macht es euch echt leicht, Xur zu finden. Der ist jetzt 48 Stunden im Spiel. Das heißt, am Sonntag ist er weg um 11 Uhr. Daher auf jeden Fall bis Sonntag 11 Uhr zugreifen. Jetzt bin ich mal gespannt, was das Nudelgesicht dabei hat. Jo, das Nudelgesicht hat sogar eine richtig fette Waffe dabei. Und zwar unbarmherzig. Das ist ein Fusionsgewehr, was immer schneller schießt, je wenn ihr nicht tödliche Treffer landet. Das heißt, ihr schießt auf den Endboss, ihr macht einen gewissen Damage. Und danach, der nächste Schuss hat eine verkürzte Ladezeit, bis ihr den quasi abschießen könnt. Auf jeden Fall eine richtig gute, schwere Waffe. Mir persönlich gefällt sie sehr. Ich habe sie schon ein paar Mal getestet. Also eine sehr, sehr gute Wahl. Also da kann man wirklich zugreifen, falls man das Ding noch nicht hat. Ja, dann haben wir hier die Jägerbrust Raiden Flux. Sorgt dafür, wenn ihr schnelle Treffer jetzt mit dem Arkusstab anrichtet, dass die Super dann länger hält. Auf jeden Fall sehr merkbar. Das merkt man sofort, wenn man das wirklich nutzt. Also ist auf jeden Fall ein gutes Item. Dann haben wir hier für den Sentinel Schildexplosions Nahkampfkills laden den Schildwurf auf und Nahkampfkills laden den Sentinel Schild Super auf. Ja, nicht berauschendes Item. Ich würde das eher so sagen, okay, das ist ein normales Item. Das hier wiederum, das ist ein absolutes Crap-Item. Für PvE ist es ein absolutes Crap-Item. Aktuell braucht man es überhaupt nicht, denn es sorgt dafür, dass ihr quasi in der Luft kleben bleibt, wenn ihr mit der Waffe zielt, und Präzisionstreffer erhöhen die Dauer davon. Also ein absoluter Fail. Also dieses Exotic kann man aktuell wirklich in die Tonne klopfen. Also ja, brauchen tut man es nicht. Also greift erstmal bei unbarmherzig zu. Das Ding ist ja auch schweinegünstig. 29 legendäre Bruchstücke. Das erinnert mich quasi an Destiny 1 Zeiten. Nur dort hat man viel länger gebraucht, quasi seltsame Münzen zu bekommen als legendäre Bruchstücke. Das wäre es jetzt eigentlich schon. Also viel Spaß beim Inventar von Xur. Falls ihr das noch nicht habt, greift dazu. Testet die Waffe aus. Teuer ist das Ding nicht. Und lohnt tut es sich auf jeden Fall. An dieser Stelle bin ich raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und man sieht sich in einem weiteren Video. Ciao, ciao.